Frage ans Bewusstsein. Stell dir vor, es ist wahr und die Gaudi ist erledigt. Alle sind über Nacht zack ein wenig gescheiter geworden. Sie haben so lang die Umwelt, die Natur und alles beschädigt. Dann haben sie gesagt, miteinander fangen wir einfach an von vorn. Was war dann? Was war dann? Die ganze Welt ist am Grinsen. Bevor wir nun mit dieser 7. Episode vom Montagsinfoabend beginnen wollen, werden wir Ihnen noch eine kleine Kurzbeschreibung der Themen geben, die unseren Sprechern am Herzen liegt und euch in diesem Video näher bringen wollen. Manfred Johann Lorenz ist Maniolo. Er begleitet uns durch die Veranstaltung, singt und spricht ein paar Worte zum Thema Mensch sein dürfen. Karin Frank bringt uns heute die Permakultur näher. Nun, was ist Permakultur? Kurz gesagt, Permakultur ist ein Konzept, das auf die Schaffung von dauerhaft funktionierenden, nachhaltigen und naturnahen Kreisläufen zielt. Ursprünglich für die Landwirtschaft entwickelt, ist sie inzwischen ein Denkprinzip, das auch Bereiche wie Energieversorgung, Landschaftsplanung und die Gestaltung sozialer Infrastrukturen umfasst. Grundprinzip ist ein ökologisch, ökonomisch und sozial nachhaltiges Wirtschaften mit allen Ressourcen. Ebenfalls möchten wir uns recht herzlich bei Klaus Glatzel für die Live-Übertragung auf den freien Bürgerradio OkiTalk bedanken, den er über das Magazin Der Talk von Mensch zu Mensch sendet. Zum Mit- und Selbermachen. Schauen Sie auch auf www.okidog.com rein. Es zahlt sich wirklich aus. Bevor wir nun beginnen wollen, müssen wir noch die letzten Vorbereitungen treffen. In der Zwischenzeit haben Sie noch für etwa eine Minute Zeit, sich Block und Schreibzeug bereitzulegen. Denn heute haben wir wieder sehr viele Informationen für Sie zusammengetragen, die es wiederum lohnt, aufzuschreiben. Ich wollte vorher noch was dazu sagen, aber die meisten sind ja da geblieben. Ein paar müssen zum Bus oder zur Bahn oder haben oder an keiner belohnt worden. Zur Mama, zu Papas. Es gibt hier eine Liste, ich lege die dann da vorne hin, neben die Dankeschön-Box, wo alle sich eintragen können, die von der Montagsinfo noch nichts bekommen und etwas bekommen wollen. Also wer von der Montagsinfo noch nichts bekommt und nichts bekommen will, der tragt sich doch nicht ein. Und zwar, wenn er mich dann eintrage, das ist ja eine Eingabe. Also keine Stimmabgabe, sondern eine Angabe, damit man was kriegt. Bitte so deutlich schreiben, dass man keine Mail-Dämon-Fehler irgendwas zurückkriegen, weil es oft so ist, dass man es nicht gescheit lesen kann. Also bitte die E-Mail-Adresse für all diejenigen, die daran interessiert sind, was die Montagsinfo jedes Monat so macht und wo man was finden kann, hier eintragen. Ich lege es einmal dahinter.
Es wurde mit diesem Thema jetzt etwas sehr, sehr Lehrreiches geöffnet. Früher hätte ich gesagt angerissen, das klingt so aggressiv, wirklich geöffnet. Und wir haben einige Fragen dazu. Und es ist immer so, dass wenn wir informieren, wir es gerne so tun, dass danach so viel Inspiration übrig bleibt, dass von 10 Leuten 2 bis 3 sagen, jetzt packt es. Und darum ist ja ganz wichtig, dass die Karin uns jetzt dann noch Fragen beantworten kann. Es gäbe über diese Thematik immens viel zum, da können wir Nächte und Tage füllen. Ich beschäftige mich auch schon sehr lange mit diesen Themen, mit diesen Gärten. Und wir haben letztes Jahr einen bei uns angelegt, in St. Marienkirchen bei Scherding. Der ist aus einer Idee entstanden von einem Mann in Berlin. Der macht oktogonale Gärten, auch nach so einem ähnlichen Prinzip. Von der Neue Weltcharta, um die Welt ein Friedensmodell zu bringen mit Gärten. Eine der Voraussetzungen ist, dass diese Gärten wenig bis gar nichts kosten. Und wir hatten nach 2-mal Skypen den Entschluss gefasst und letztes Jahr innerhalb von einer Woche einen oktogonalen Garten mit 33 Meter Diagonale angelegt zum Kostensatz von 0 Euro. Und haben das Ganze gemacht im Rahmen einer Abenteuer-Erlebniswoche mit Kindern und Jugendlichen, teilweise mit den Eltern. Und ich kann das nur bestätigen, es kommen plötzlich Leute auf unseren Platz, die vorher einen Bogenrundung gemacht haben, weil wir halt so komisch sind. Die kommen jetzt wegen einem Garten und überwinden ihre Scheu. Ja, genau. Und nachdem ich ja Dinge gerne in viel Worte packe und es eine große Kunst ist, wenig Worte zu machen, dafür wegen der Musik dazu habe ich ein Lied geschrieben. Und das passt halt einfach drum, obwohl es nicht geplant ist, gebe ich es zum Besten. Habe schon eine Zeit lang nicht mehr gespielt, aber schauen wir mal. Wir haben eine Permakultur, schau gern beim Boxen zu. Permakultur, es kriegen die noch einer durch. Permakultur, Natur sperrt niemals zu. Und wenn wir fleißig Vorbüdel sind, hat die ganze Menschheit nur. Und wenn wir fleißig weiter tun, gibt die Nahrungsmittelmafia eine Ruhe. Ich setz so gern was ein, vom Radiesel bis zum Wein. Und wenn es dann so austreibt, seh von mir ins Herz rein. Ich bin ein gewandter Bub, aber lieb für die Natur. Und wenn ich alles so wachsen seh, dann spür ich Gesundheit pur. In unserer Permakultur, schau gern beim Wachsen zu. Permakultur, es kriegen die noch einer durch. Permakultur, Natur sperrt niemals zu. Und wenn wir fleißig Vorbüdel sind, hat die ganze Menschheit nur. Und wenn wir einfach weiter, dann gibt die Nahrungsmittelmafia Ruhe. Ein gutes Saatgut muss daher, das zum Kaufen ist nicht schwer. Denn weil Monsanto jeder kennt, kauft das Zeug laut keiner mehr. Wir bestellen alle Wacker, unsere Föder und der Nocker. Und weil es so leicht zum Ernten ist, ernten wir von früh bis spät und hauen uns die Bomben vor in unserer Permakultur. Schau gern beim Boxen zu. Permakultur, es kriegen die noch einer durch. Permakultur, Natur sperrt niemals zu. Und wenn wir fleißig weiter tun, hat die ganze Menschheit nur. Und wenn wir fleißig Vorbüdel sind, gibt die Nahrungsmittelmafia Ruhe. Vielen herzlichen Dank.
Das sind immer so Impressionen, wenn ich dann neben unserem Garten sitze. Dazu möchte ich nur einen kleinen Input geben. Ich habe es jetzt nicht drauf geschrieben. Es gibt diese Seins-Redaktion, also www.sein-wie-sein.de. Und da gibt es eine Kolumne, die heißt Nachhaltigkeit. Und da sind diese ganzen Gärten in Deutschland und mittlerweile auch in Österreich abgebildet. Eine entsteht jetzt dann dieses Jahr im Frühjahr in Niederösterreich. Und ja, jetzt ist vorhin gerade jemand an mich herangetreten und hat gesagt, Bildung. Wahrheit ein wenig so wegen der Bildung, das interessiert mich brennend. Und das gattelt jetzt so ziemlich, aber das hat extrem mit Bildung zu tun. Weil, also wir haben ja gesehen, diese Kreisgärten, da ist die Mathematik drin, da ist die Naturheilkunde drin, da ist die Kräuterkunde drin. Wir bilden damit komplett andere assoziative, synaptische Bilder im Gehirn, weil, ich habe ja Betriebswirtschaft auch noch studiert, weil ich meine, wir müssen ganz gescheit werden, aber halt nur im Kopf und nicht im Körper, das habe ich dann irgendwann umgedreht. In der Betriebswirtschaft geht man eklatant von zwei Irrtümern aus, nämlich von begrenzten Ressourcen und unbegrenzten Bedürfnissen. Und das ist beides nicht wahr. Ein glücklicher Mensch konsumiert nicht. Wenn er nur dazu bewusst ist, schon gleich gar nicht. Sondern er nähert sich oder er gibt sich oder er bringt sich ein oder er gibt sich hin oder er teilt, aber er giert nicht, weil er gar nicht gelernt hat, dass etwas zu Ende gehen kann. Und wenn ich neben dem Wasser sitze und ich schaue den Fluss so beim Laufen zu, ich sitze oft stundenlang am Inn, der wird nicht weniger. Der rinnt da schon seit. Wir haben aber dieses Nestle-Prinzip im Kopf, dass ein böser Mann irgendwo in Genf der Welt den Trinkwasserhahn zudreht. Wir haben das Bild im Kopf, dass bei Billa, wenn dir nicht mehr aufgeht, der gesunde Hausverstand nicht mehr da ist. Und wenn wir Gärten anlegen, dann lernen wir erstens Kommunikation miteinander, was erschaffen, Synergieeffekte, Community. Alles, was so schön viral und virtuell funktioniert, funktioniert da richtig im Virtuell, links und rechts vom Erdbeerhäuferl. Und das ist live, das ist echt. Und so wie uns die Karin das vorhin so schön mit dem Apfel gezeigt hat, was so Nutzland ist und was von der Erdoberfläche eigentlich übrig bleibt, was wir wirklich sinnvoll bewirtschaften, ich mag das T in der Mitte nicht, ich sage nicht wirtschaften, weil wirtschaften ist, wenn wir der Wirtschaft. Wir schaffen, also im Wir etwas erzeugen, miteinander erschaffen, das hat was mit Schöpfung zu tun. Ja, der Buchstabe T wurde uns oft zur Trennung in ein Wort hineingegeben, wie endlich, das muss endlich heißen. Eigentlich, Eigenlicht. Das T hinten hier schaut gleich ganz anders aus. Nach Rechtschreibung zwar nicht erlaubt, aber wie man gehört, nicht fragen, einfach da. Ja, weil wir fragen so oft, wieso fragen wir eigentlich? Wenn dann die Leute vorbeifahren auf der Straße und sagen, was tatzen wir da? Sagt, ja, wir machen einen Garten. Haben sie bei uns auch gesagt, ja. Und nach vier Wochen sind sie gekommen, euer Garten war in der Zeitung, dürfen wir den mal anschauen? Sag ich, ja, ich darf sogar mitmachen. Und ich freue mich voll auf Ende Februar, Anfang März, wenn jetzt der Schnee weg ist, weil wir haben schon so eine Freundesbrigade. Da hat jeder irgendeine Patenschaft übernommen, Kartoffelpatenschaft, Kräuterpatenschaft, Saatgutpatenschaft, es geht auch wirklich um Ursorten, dass wir das einfach dann multiplizieren können. Und es ist jeder herzlich eingeladen, sich das anzuschauen und da mitzumachen oder sowas nachzumachen. Und die Gärten vernetzen uns wieder. Ne? Wenn das Paradies einmal ein Garten war, dann können wir das Paradies eigentlich nur über Gärten herstellen, das geht gar nicht anders. Das lernt man aber in keiner Schule. Zumindest in keiner, in viereckigen Kisten. Sondern wenn dann in Schulen, wo Gärten drumherum sind, und so eine gibt es ja auch schon genügend. Und da ist auch diese Leis-Schule, die Schettinen-Schule und viele andere. Der Herr hat mich vorhin gefragt, also, da gibt es auch diese Waldorf-Schulen, da ist der Rudolf Steiner ein Ansatz. Ja? Auch der Rudolf Steiner ist ein sehr schlauer Mensch, der gesagt hat, die Menschen sind ein intelligentes Wesen und sie können nur lernen, wenn sie in der Natur als Wesenheit integriert sind. Und das geht halt nur in der Natur. Die meisten Menschen machen vier Wochen Urlaub, um sich künstlich in die Welt einzupflanzen. Und sie sagen, was da schön, Wasser, Wind, Wald, das hast du aber nicht. Ich musste mit meiner damaligen Freundin nach Schottland und barfuß am Ben Nevis raufgehen.
dass ich mir Bergschuhe gekauft habe und bin dann an Arber raufgegangen, weil ich gesagt habe, den habe ich daheim auch. Also es geht wirklich darum, uns zu erden. Im Menschwerden ist auch das Erden drin. Und interessanterweise heißt es nicht Birthday mit I, sondern The Earth Day. Das ist der Tag unserer Menschwerdung. Manifest wird dann wieder Erde, war geschickt, wenn es vor der Staubphase was Sinnvolles für die Erde täte. Und darum ist es eine sehr, sehr sinnvolle und schöne Sache zu lernen. Und jeder, der sich mit freiem Lernen und freien Schulen beschäftigt hat, weiß, mit dem Kuchenbacken lerne ich mehr über Maße, Maßeinheiten, Gewichte, Schütten, physikalisches Verhalten von Granulat, Kerneln, Wasser, Flüssigkeiten und Mehl, wie in 5 Physikstunden in der Theorie. Und deshalb sind diese Gärten auch so wichtig und ich bin einfach froh, dass sich das halt so ergeben hat. Und es sind einige Fragen aufgetaucht und ich war ein paar. Und wenn wir die Karin schon da haben, die uns diese Fragen beantworten kann, dann sollten wir das heute auch nutzen, dass wir das jetzt dann in einer Fragerunde, ruhig auch mit Bildung, wenn es um Gehirn und Merkfähigkeit und Verbindung von Mathematik und Gärten geht, dürft ihr mich gerne fragen. Also ich habe mich seit 20 Jahren beschäftigt, ich mich mit Gehirn und Merkfähigkeit und so weiter. Wer darüber was sehen will, schaut den Education Highway, da glaube ich sind 5 Stunden Merkfilme von mir drin, also das ist jetzt nichts Besonderes, das sind nur Techniken. Aber es ist wichtig, dass wir es live, leibhaftig tun. Also Lernen geht übers Begreifen. Ja? Wir lernen immer und merken es uns. Wenn wir es einmal begriffen haben, das ist im Wort schon drin, wenn es anfassbar wird, dann ist es für immer da. Und nachdem Sokrates gesagt hat, man kann einem Menschen nichts lehren, sondern man kann ihm nur dabei helfen, sich zu erinnern, was gescheit, wenn er in seiner natürlichen Umwelt möglichst viel begreifen darf, um sich zu erinnern und nicht viel aus Büchern lernen muss, wo er doch die Möglichkeit hat, sich fehl zu informieren oder Fehler zu lesen oder zu schreiben. Die Natur macht keine Fehler. Das ist das Schöne. Und drum möchte ich jetzt noch, bevor wir auf über die Gärten und die offenen Fragen eingehen, und wir haben auch noch ein paar, oder einen Gastsprecher da, der was sagen will, weil es ja wahrscheinlich auch darum geht, dass viele sagen, ja, und wo gibt es jetzt diese Gärten? Gibt es sie nur am Chiemsee und in Oberösterreich? Nein, die gibt es da auch. Und wenn wir welche da haben, die dann mit handhaben und arbeiten, dann ist es sinnvoll, wenn die hier auch zu Wort kommen. Und ich würde euch jetzt gerne mal die Silvia Donninger ganz kurz ans Mikro holen, weil das ist eigentlich unsere Mama hier. Ohne die es das Ganze nicht gäbe. Und die wollte euch einfach ein paar Sätze nur dazu sagen. Silvia Donninger. So, wir haben jetzt ganz tolle Sachen gehört über die Gärten und was man eigentlich alles mit der Saatgutvielfalt und so weiter anfangen kann. Es gibt allerdings etwas, was uns das Ganze vielleicht noch vermiesen könnte. Und ihr habt bestimmt davon gehört, das sind die Freihandelsabkommen. Und zwar TIP, CETA und TISA. Es ist jetzt so, ich bin ein Teil von TIP, Aktionsbündnis Österreich. Das haben wir vor einem Jahr circa gegründet. Und wir sind wirklich stark dran am Arbeiten, dass wir die Abkommen verhindern. Wir arbeiten auch mit den NGOs in Salzburg zusammen. Und das Schlimme an den Abkommen ist eigentlich das, dass man jetzt sagt, nicht nur, dass die Demokratie ausgehebelt wird, das heißt, wir haben praktisch nichts mehr zum Reden, meine Demokratie haben wir eh nicht mehr viel, aber dann haben wir gar keine mehr, weil in diesem Abkommen der Investitionsschutz vorhanden ist. Und Investitionsschutz heißt jetzt, wenn die Regierung jetzt beschließt, ein Gesetz zum Beispiel, das irgendein Konzern, nehmen wir mal Monsanto, weil das gerade so gut dazu passt, die beschließen ein Gesetz und die sagen, nein, tut mir leid, das wollen wir nicht haben, weil dieses Gesetz schränkt unseren Profit ein. Dann kann die Regierung nichts machen, weil der Monsanto-Konzern geht dann her und verklagt die Regierung. Da gibt es ein gutes Beispiel. Auf Maui, Hawaii, hat Monsanto Versuche gestartet mit genmanipulierten Pflanzen und mit dem Roundup. Und zwar in der Nähe von Siedlungen. Da sind mittlerweile sehr viele Menschen krank geworden. Kinder kommen missgebildet zur Welt. Die Hawaiianer haben ein Volksbegehren gemacht und haben gesagt, sie wollen das nicht mehr. Monsanto muss weg. Was macht Monsanto? Kommt mit hunderten Anwälten jetzt daher und verklagt Hawaii.
Also die Bürger haben praktisch keine Chance, beziehungsweise die Regierung auch nicht, weil das sind solche Summen, das kann sich eine Regierung auf Dauer nicht leisten. Deshalb ist es einfach so wichtig, dass wir wirklich gegen diese Freihandelsabkommen was unternehmen. Am 18. April ist der globale Aktionstag wieder, unter anderem auch in Salzburg, findet in allen Städten statt. Und wir werden dann auf der Montagsinfo bzw. auch im Facebook die weiteren Details posten. Und wie gesagt, es geht auch um Saatgut. Die Saatgutrichtlinie ist vor ein paar Jahren gekippt worden, eben auch dank der NGOs und vielen, vielen Unterschriften von besorgten Bürgern. Allerdings ist das noch lange nicht vom Tisch, dass die Saatgutrichtlinie, dass das Ganze wieder auflebt. Und das heißt dann praktisch, die können ein Patent auf das Saatgut erheben und dann haben wir keine Chance mehr. Das ist dann in deren Besitz und aus. Und die können das Gen manipulieren oder sonst irgendwas. Und es heißt nicht umsonst, wer die Nahrung kontrolliert, kontrolliert die Welt. Wenn halt die Nahrung kontrollieren, braucht man keine Kriege mehr. Da sind wir komplett abhängig von denen. Und Monsanto, der Name Monsanto ist nicht umsonst so ähnlich wie Monster. Weil der Konzern ist wirklich schlimm. Was der anrichtet, und er sitzt mittlerweile auch in der Ukraine, und ihr wisst ja, die Ukraine ist die Kornkammer Europas, aber da hat er mittlerweile schon Fuß gefasst. Und da geht es nur um Genmanipulation, um Roundup. Und da wird alles vergiftet. In Amerika liegen riesige Felder brach, weil die sind mit Unkraut, also praktisch behaftet, beziehungsweise da wächst Unkraut noch und nöcher. Und das ist resistent gegen jedes Gift. Das war praktisch, das ist ein Teufelskreis. Die fangen an mit dem Roundup und die ganzen Pflanzen werden dann resistent, beziehungsweise das Unkraut wird resistent und dann wird das Gift immer noch ärger, immer schlimmer und so weiter und so fort. Also wir sollten uns da wirklich informieren und vor allen Dingen eines nicht übersehen. Es wird immer jetzt in der letzten Zeit nur über Tipp, Tipp, Tipp gesprochen und alles andere hört man nicht. Aber dass das CETA-Abkommen mit Kanada schon fertig verhandelt ist, und schon praktisch in den Startlöchern steht. Das muss nur mehr ratifiziert werden von den nationalen Parlamenten, falls der EU nicht einfällt, dass wir die einfach übergehen. Und dann ist Monsanto genauso da. Und auch die anderen amerikanischen Konzerne, weil die sitzen mittlerweile schon alle mit Tochtergesellschaften in Kanada und die kommen halt dann über Kanada. Also bitte schön, schaut, dass da am 18. April die NGOs und alle unterstützt und dass wirklich alle euch am Protest einlegt und sagt, wir wollen die Abkommen nicht. Danke. Bevor wir jetzt wirklich in diese Gartentechniken nochmal einsteigen, die eigentlich keine Techniken sind, sondern eigentlich nur Erinnerungen, noch kurz ein paar Hinweise. Es liegen da hinten ein paar Sachen auf, auch zum Thema Creality, Talent und Potenzial. Check, schaut euch das bitte nachher an, nehmt die Dinge mit nach Hause, nehmt sie wahr. Und jetzt würde ich ganz gern dir wieder das Mikrofon geben, Karin, weil einfach nur Fragen da sind und du das dann auch mit dem Christian noch kurz ausmachst. Und stellt euch ruhig auch den Fragen, wenn Fragen sind im Publikum. Ich habe ein Funkmikro, ich gehe ja gerne rundum, ihr könnt direkt die Fragen dann an die Naturgärtner und Lernwerder richten. Ja? Achso, ja, okay. Die Termine von Creality in Salzburg sind wann? Im Februar? Februar. 21. und 23. Februar. Schaut bitte einfach bei Creality auch im Internet nach. Da stehen die auch. Und meldet euch da an, falls ihr euch da einfach berührt fühlt. Das ist eine ganz spannende Geschichte. Ich kenne das auch schon eine ganze Weile. Und ja, jetzt machen wir mal das da, dass wir die Stimmen hier bekommen. Und am Schluss sage ich dann noch ein bisschen was zu dem, was da rundum ist. Ja, danke. Bitte schön. Ich wollte nur zu Monsanto sagen. Zu Monsanto wollte ich nur sagen, wer kennt denn Jörg Bergstedt? Also der Jörg Bergstedt, der hat einen ganz tollen Monsanto-Vortrag, den kann man im Internet runterladen, kann man sich da anschauen.
Und wir haben übrigens, also Elisabeth, du warst auch dabei in Hartmut, gell? Wir waren gestern in München auf einer Veranstaltung und da hat auch jemand gesagt, Monsanto heißt eigentlich Monsatan. Und also der Film von Jörg Bergstedt, Monsanto auf Deutsch heißt der, aber das gilt für überall. Der ist so toll, dieser Film, weil da geht's, der erklärt, der hat die Machenschaften, die Seilschaften ausklamüselt, wie das Ganze so funktioniert. Und es betrifft eigentlich alle Konzerne. Und es ist, wenn man das mitkriegt, ist unglaublich. Das müsste eigentlich jeder wissen, was da wieder mit Geld umgegangen wird und so weiter. Also Monsanto auf Deutsch von Jörg Bergstedt, Internet kann man lange einen Film anschauen. Was ich noch zur Permakultur sagen wollte, das Lied war ganz super. Und Permakultur, der schönste Satz für Permakultur ist ein Tanz mit der Natur, wobei die Natur führt. Und wenn man so Gärten macht, kriegt man das auch mit. Also wenn man intensiv mit den Gärten arbeitet, kriegt man mit. Also in dem Garten, den ich vorher gezeigt habe, der mit den Kreise, da hat die Natur total geführt, aber sowas von total. Ich habe was geplant, ich habe was aufgezeichnet, aber rauskomme ist was anderes. Genau das, was die Natur wollte, das ist entstanden. Und für die, hier sind wahrscheinlich Leute, die damit was anfangen können, Maya-Kalender und so weiter, Veränderung. Dieser Garten hat genau das 13er-20er-System, das war aber nicht geplant. Das hat sich ergeben, weil das wahrscheinlich sein wollte. Wir haben 20 Hügelbeete, ich habe bloß 16 geplant, aber 20 gebaut, ich weiß nicht warum. Ich habe das 3 Wochen später gemerkt, nur dass ihr mal wisst, was so passiert. Wir haben die aufgebaut, ich habe einen Plan gehabt und dann habe ich die Bepflanzung gemacht und habe die Pflanzung festgehalten und habe immer gemerkt, irgendwas stimmt doch da nicht. Und dann ist mir irgendwann nach 3 Wochen, habe ich gemerkt, ich habe ja Hügelbeet mehr aufgebaut, mal 4 waren es halt dann statt 16, 20. Und diesen Kreis, da haben wir eine 13er-Einteilung und somit habe ich das 13er-20er-System in dem Garten, obwohl es gar nicht geplant war. Das wollte einfach sein. Und ihr werdet sicher noch einen Robert Peter Lechner kennenlernen, von dem habe ich da viel Wissen, von dem habe ich eingebaut. Und ja, also das wird dann auch noch spannend. Ich bin jetzt gefragt worden, welche Gießen und so. Also die Hügelbeete haben wir dort gemacht, weil wir dann von Maschinen unabhängig sind. Hügelbeete haben viele Vorteile und wir mulchen, also zum Beispiel, wir haben kein Schneckenproblem, wir haben keine Probleme, also man muss schauen, dass man in die Balance kommt, dass man in Ausgleich kommt. Wenn man in der Balance ist, dann wird man keine Schädlingsprobleme und so weiter haben. Da gibt es aber auch verschiedene Dinge, wie man das forcieren kann. Da kann euch der Robert Peter Lechner viel dazu sagen. Und dass wir nicht keine Schnecken. Wir müssen durch die Hügelbettkultur und durch die Mischkultur, und durch die Mulchkultur müssen wir überhaupt nicht gießen. Also bei uns gibt es keine Gießkanne und keine Hacke. Alles, was wir machen, ist Pflanzen, Rasenmähen, Mulchen, Ernten. Ist alles. Mehr gibt es nicht. Durch das Mulchen deckt man ja praktisch die Erde ab. Die Erde soll sowieso nie offen sein. Die Erde soll immer geschlossen sein. Entweder mit Pflanzen oder mit Mulchmaterial. Und durch das Mulchen muss der gegossen werden. Das Mulch macht die Erde zu und lässt sie nicht austrocknen. Mulch füttert den Regenwurm und nährt die Erde zusätzlich noch. Das mit dem Nicht-Gießen, das ist auch, man muss die Pflanzen erziehen, wenn man die Pflanzen einsetzt. Wenn ich die Pflanzen gieße, muss ich die ganze Zeit weiter gießen. Wenn ich sie nicht gieße, erziehe ich die Pflanzen, die müssen nämlich eine Schule auch durchmachen. Und wenn ich die nicht gieße, dann machen die ganz lange Wurzeln und versorgen sich immer selber. Ich habe zum Beispiel in diesem runden Garten 400 Tomatenpflanzen gehabt. Und das war auch so eine Sache, die nicht zu gießen. Die Leute, die in Töpfe Tomatenpflanzen haben, die wissen, jeder Topf braucht eine Kanne pro Tag. Ich habe die Pflanzen in Erde gehabt, die dann zugemulcht war. Und es war gerade eine Periode, wo es sehr, sehr heiß war. Und das Mulch war so gut aufgebaut, dass es beim Regen, es hat geregnet,
Und es ist durch den Mulch überhaupt kein Wasser mehr durchgegangen. Unten war es total trocken, aber es hat den Pflanzen überhaupt nichts ausgemacht. Weil die holen sich das von viel weiter unten, das Wasser. Und deshalb also einfach nicht gießen. Wenn man Pflanzen groß zieht, muss man die ja, dann muss man sie gießen. Das sind ja in so kleine Gefäße bloß drin, da trocknen die gleich aus. Also die werden gegossen, aber wenn die dann, und wenn man sie setzt, dann tut man sie richtig wässern, dass sie nass sind und so kommen sie in die Erde. Und dann nicht mehr gießen, egal was ist. Dann erzieht man die, dass die sich immer selber versorgen. Und dann ist die ganze Gießerei weg. Wir haben überhaupt keine Wasserversorgung und nichts. Wir haben da irgendwo einen Bach, der hat aber bloß so hoch Wasser, also könnten wir gar nicht gießen. Was war noch? Also mit dem Lernen und so weiter, also was ich euch gerade gesagt habe, der Garten lernt dann eigentlich alles selber. Wenn man, mir darf sich überhaupt nicht abschrecken irgendwie, weil man nichts weiß oder so, oder weil man sich nicht auskennt anzufangen, weil der Garten, der lernt dann alles selber. Wenn man angefangen hat, muss man eh weitermachen und man kriegt eigentlich alles vom Garten selber gelernt. Ist eigentlich meistens so. Bloß die meisten, die trauen sich nicht anzufangen. Wer hat denn jetzt noch Fragen gehabt? Was war denn noch? Also wegen Wiesen, Mulchen und... Ihr habt mit Unkraut viel Probleme gehabt, hast du gesagt, gell? Also durch das Mulchen fällt es mit dem Unkraut auch völlig weg. Ich habe, wie ich den Garten angefangen habe und mir durchgemulcht haben, dann war da nie ein Unkraut. Die Leute dort, die haben überhaupt nicht gewusst, wie Unkraut aussieht. Erst später dann, wie mal eine lange Regenperiode war und wir nicht mulchen konnten, weil wir nicht Gras schneiden konnten, dann sind mal Unkräuter rausgekommen. Dann war ich gerade froh. Ich habe die regelrecht eingetopft und geschützt, dass die Leute das überhaupt auch kennen. Und außerdem sind die ja alle auch wertvoll. Aber wie gesagt, mit den Mulchen kann ich euch nur empfehlen. Die kommen ja nicht auf, die Unkräuter dann. Ach, wer nicht weiß, was Mulchen ist, das ist also immer abdecken mit irgendeinem Material. Wir machen das mit Kurzgrasschnitt. Und mit Kurzgras, also das, was ich vom Rasenmäher so habe, das Gras, das wird aufgepudert, dünn aufgepudert und immer wieder und wieder und wieder gepudert. Es gibt mit der Zeit so eine richtige halbe Zentimeter oder Zentimeter Matte, wie eine Filzmatte. Durch den Regen verbackt sich das so. Das kann man teilweise richtig abziehen wie eine Matte. Also aber nur, wenn man es regelmäßig macht. Und dann, es gibt andere Möglichkeiten zu mulchen, aber diese Methode kann ich euch total empfehlen. Und da kommt kein Unkraut, kommt dann keins mehr. Also wie gesagt, ich habe den Garten aufgebaut, aber ich habe keine Hacke in der Hand gehabt, wirklich nicht. Und keine Gießkanne. Ja, also. Du wolltest... Ich bin nur gebeten worden, kurz ein paar Worte zu sagen, wie wir zu dem Garten gekommen sind. Also wir wohnen in Seekirchen und sind seit 3 Jahren circa bei so einem Tauschkreis dabei, der nennt sich Wir gemeinsam. Und da gibt es halt ein paar Interessensvertretungen, unter anderem ein permakultures Aufkommen. Da gibt es einen Herrn, der hat es in Osttirol da eben eine Woche, 2 Wochen schulen lassen und hat das dann in den Tauschkreis mit eingebracht. Ja. Und dann ist man auf die Idee gekommen, dass man aus dem Tauschkreis raus Permakulturgärten installiert. Und das ist jetzt passiert. Vor 3 Jahren haben wir in Eugendorf, in Seekirchen und in Thalgau solche Gärten eben angebaut. Aus der Gemeinschaft kann ich nur sagen, also wir sind froh, dass wir dabei sind. Wir sind in Seekirchen jetzt im Speziellen 5 Familien. Heuer kommt die 6. Familie dazu. Die Gemeinschaft hat sich bewährt. Die Befürchtungen, die wir anfangs gehabt haben, wie zum Beispiel, dass sich der eine mehr nimmt als der andere oder solche Sachen, die waren schnell ausgeräumt. Im Gegenteil, also die Gemeinschaft ist gewachsen und dann haben wir jetzt Hühner, da hat es einen Herrn gegeben, der hat die Idee gehabt und war fleißig im Winter, hat sogar einen Hühnerschau gebaut. Ich glaube, wir haben so zwischen 7 und 10 Hühnern und ein paar Hähne, haben jetzt auch Eier, so nebenbei bemerkt. Ja. Also wollte dann mit sagen, was da möglich ist. Ja, also eine Gemeinschaft, die Ideen, die daraus geboren werden, ist schön und es gibt tolle Ergebnisse. Ja, die Fragen sind zum größten Teil erst beantwortet worden. Das Mulchen war ein Thema eben mit dem Kurzrasenschnitt. Die Symbolik im Garten ist auch schon erwähnt, hat wahrscheinlich tiefere Bedeutung.
Möchtest du darauf eingehen, was das für Bedeutung hat? Oder ich habe das eigentlich nicht. Also okay. Wir haben das rund gemacht, weil die Leute, die wollten das rund. Und das hat sich selber ergeben, das mit dem 1320 hat sich ganz von alleine ergeben. Ne? In der Mitte sind dann die Kräuter, habe ich ja geschaffen, und ja, außen kommen dann die Pflanzen dazu. Genau, in der Mitte sind die Kräuter und die Hügel auch. Also, okay. Und welche Pflanzen sind denn speziell jetzt? Weil wir haben da, glaube ich, draußen, das sind aber zwischen 40 und 50 Gemüsesorten, haben wir das. Haben wir da zu viel? Oder? Nö, man kann nicht zu viel haben. Wir wollen ja Vielfalt haben. Ja. Also wir bauen auch Mischkultur an, weil dann hat man, also Mischkultur heißt viele Pflanzen durcheinander. Also nicht jetzt ein Hügelbeet nur Karotten, einer nur Zwiebeln oder sowas, sondern gemischt durcheinander. Man baut dann zum Beispiel auch so an. Also ich bin gefragt worden, wegen Hügelbeete, das seht ihr das im Bild jetzt, gell? Ich bin hier im Bild, steht im Bild, aber gut. Also ich kann die Sache auch rumschicken, ich kann da nicht weg. Wer es will, also kann das auch schicken, wie man die Hügelbeete da aufbaut. Und ihr könnt uns auch zuschauen, wenn ihr das wollt, weil wir machen das eigentlich ständig in Aschau-Grünwald. Da machen wir jetzt gerade so einen Mustergarten bei einer Gaststätte, wo wir kleine Hügel aufgebaut haben, und da werde ich was Neues ausprobieren, also mit einer Ganzjahresgründüngung, sodass das Mulchen auch noch wegfällt, dass man lebendes Mulch hat. Und das ist bei einer Gaststätte, die ist auch ganz, ganz schön, und da kann man eigentlich, wenn man die besucht, kann man ständig schauen, wie das gerade in dem Garten weitergeht. Was wir aber auch machen, dass wir uns gegenseitig besuchen. Wir sind ja schon, wie ihr mitgekriegt habt, viele Gärten, und ich mache viel mit Exkursionen mit Österreich und Deutschland, und da kann man eigentlich ganz, ganz viel davon lernen, wenn man viele Sachen anschaut. Und da möchte ich auch, dass wir da ein enges Netzwerk haben und irgendwie ein richtig fester Verbund sind. Ja, also ich weiß, dass also Österreich jetzt in Waldzell hat einen Garten jetzt geöffnet seit diesem Jahr, wo man sich mit anschließen kann. Bei Straßwalchen ist einer, der solidare Landwirtschaft macht. Ich weiß, dass in Salzburg mehrere kleinere Gärten in der Stadt oder am Rand sind, auch ein Bauer, wo man Mietgärten machen kann. Ich muss das mal zusammenschreiben, was ich weiß. Also ich weiß eine ganze Menge, aber ich weiß auch immer, dass es ganz viele noch gibt, die ich nicht kenne, und deshalb gibt es ganz schön viele eigentlich überall. Ja, und du wolltest das. Du wolltest einfach. Ich ganz kurz. Haben wir Starkzieher und Schwachzieher? Hat es da wirklich was mit auf sich, oder? Ja, wenn man jetzt Starkzehrer, wenn du jetzt Beete neu, wenn du Mischkultur machst, ist das nicht so schlimm, da kannst du alles durcheinander machen. Ja, man muss schon darauf schauen, dass man jedes Jahr immer die Sachen mal wieder versetzt, ja, nicht immer am gleichen Platz anbaut. Ja, ja. Okay. Ja. Wo man sich hinwenden kann, falls man Interesse hat, ich glaube, es gibt eh die Seite, oder? Habe ich das gehört? Wo man sich eintragen kann, es gibt die Gärten und in diese Kirchen, Talbad, Eugendorf, den werden wir dann auch dort aufnehmen. Ansonsten wäre das in der Wallerseestraße in Seekirchen, und wir sind jeden Freitagnachmittag so ab 14, 15 Uhr dort und arbeiten auch so 2-3 Stunden. Also wenn er Interesse hat, da ist ein Weg, kann gleich vorbeikommen und auf ein paar Karotten oder so. Ja, okay, danke. Ja, danke schön. Ich bin zurück bei Walters. Falls ihr dann eine Frage kommt. Okay. Eine ganz kurze Frage, wie geht es dir mit den Schnecken? Wir haben keine. Warum nicht? Weil die Balance stimmt. Das, also wenn die Balance stimmt, dann Schnecken haben die Aufgabe, das wegzumachen, was nicht gut genug für uns ist. Und es ist sehr viel nicht gut genug für uns. Wenn in der Skala von 1 bis 10 sind die Lebensmittel, die wir normalerweise einkaufen, bei 1 oder 2. Oder bei 3, 4 vielleicht. Aber, und das ist das, was die Schnecken wegmachen. Und wenn die Balance stimmt, dann gibt es keine Schnecken, weil dann, die räumen nur auf, die Schnecken. Aber gegen, also, was würde ich gegen Schnecken machen, wenn man die hat? Also Schneckenzaun, wenn man kann. Wir haben bei einem Projekt, wo viele Schnecken waren, da haben wir mit Kresse einen Schneckenzaun gemacht, also Kresse anbauen an die Ränder, und das war dann für die eine Barriere, wo sie nicht, also wenn man die ganz dicht und stehen lasse, dass die nicht drüber kommen. Ja, Schneckenzaun, die sind normal teuer zu kaufen, aber man kann die sich mit Blech ganz leicht biegen,
an die schwierigsten Stellen. Aber ansonsten, da würde ich euch wirklich einen Robert Pederlechner einladen. Ich mag den, ich kann jetzt zwar was sagen, aber der kann es euch viel besser erklären. Das hat mit Magnetismus zu tun. Also der Magnetismus von der Erde und von der Luft. Wenn der stimmt, wir nennen das Ferromagnetismus und Paramagnetismus. Und wenn das ausgeglichen ist, dann gibt es keine Schnecken. Aber der Robert Pederlechner kann euch das viel besser erklären. Der ist Kompostmeister und so weiter. Ich glaube, ein Schneckendompteur. Ja, gut. Jetzt, ja, ja. Gib dir nochmal schnell das Wort. Also, wir kommen ja auch zu der Karin irgendwie dazu. Wir haben das von der auch gelernt oder gesehen. Und die Uta Stechel, das hat sie schon vorgestellt, wir kommen aus Tüßling. Wir haben Holzkohle zerkleinert und über diese Zügelbild gestreut. Und wir haben auch keinen Schneckenproblem gehabt. Und auch dieselbe Vorgehensweise mit dem Mulchen. Also ich bin da der erste Maschinist, ich da immer mähen. Und die Frauen, weil ich der einzige Mann bis jetzt bin, die haben da immer fleißig gemulcht. Also wir haben auch nicht gegossen und haben auch kein Schneckenproblem gehabt. Das Einzige, was wir gemacht haben, noch Holzkohle. Einfach Holzkohle und so grün mit zerkleinern, zerbröseln mit dem Mais, damit mit dem Hammer und drüber streichen. Nicht zu verwechseln mit Terra Preta, weil wir machen das auch mit der Holzkohle, außer drüber, und das ist für den Magnetismus wichtig. Terra Preta, die Holzkohle mit der Terra Preta, da ist ein Vergärungsprozess, der dauert Wochen bis Monate, je nach Temperatur. Und das, was wir machen, dass wir die Holzkohle einfach, die Erde mit Holzkohle abdecken, aber nur pudrig, nur ganz spärlich, das geht nur um Information, dass die Information da ist. Das hat schon mal viel mit dem Magnetismus zu tun. Also ich habe noch was zu dem, was der andere gesagt hat, dass alles so wunderbar läuft. Also das ist der kritische. Bei uns war das Schlüsselproblem mit einer Dame, die hat Angst gehabt, dass zu viel Arbeit hat, zu wenig geerntet. Dann hat es nur noch geerntet. Also es gibt Menschen überall, solche und solche. Also man muss ja das vielleicht so sehen, nicht so tot ernst, genau jedes Gramm Tomate oder jedes Gramm Gurke ein bisschen locker sehen. Und mit der Dame habe ich sofort schon mal geredet, die haben aber, dass es nichts gibt oder kein Grund, wie du auch sagst. Das bei uns im System war also auch eigentlich schwierig, die Mutter hat dann gesucht und nichts gefunden und auf einmal Peng, was da ist, war zuerst Mai. Und dann haben wir da jetzt 3000 Quadratmeter in der Ortschaft bei einem Wirt und Metzger. Und jetzt kommt der Clou, die Pacht, also 3000 Quadratmeter Grund, der Pacht ist für seine Metzgerei die Petersilie und die Weißwürst. Also ich habe den Petersilie probiert, hervorragend. Also auch, dass sie sich nicht mutigen lassen, das ist auch alles was da. Ja. Ja, und da ist, kann ich dazu sagen, bei uns mit dem Garten, den wir aufgebaut haben, ist wirklich immer schwer, Gewässergelände zu kriegen. Aber durch das, dass jetzt immer mehr Projekte entstehen, jetzt kommen die Leute zu uns und sagen, das ist toll, was ihr macht. Wir haben auch Land, wir geben euch das umsonst, macht ihr auch sowas hin. So geht's dann. Es ist nur immer der Anfang. Ja, ich kann das aus eigener Erfahrung sagen. Ich habe übrigens auch einen Tipp für Schnecken. Ich weiß nicht, ob er genau stimmt. Angeblich ist es so, dass im Schneckenschleim kann man das Kalzium entnehmen. Und die Schnecken hinterlassen in ihrer Spur das, was am Boden fehlt. Das heißt, wenn man den Boden Kalzium eingibt, aber nicht aus dem Lagerhaus, sondern vielleicht in Form von Knochenmehl oder ähnlichem, dann gibt es genau diese Balance im pH-Wert der Erde und die Schnecken sollen sich anders verhalten. Also gibt es viele Dinge, man muss auch was ausprobieren. Übrigens, das ist Biologie und Chemie, also da lernt man immens viel. Und wir haben unseren Garten mit Kinder gebaut. Also da gibt es übrigens einen schönen Film im Internet, wer den anschauen will. Garten Eden Hackenbuch. Da gibt es eine ganze Serie, die habe ich selber gerade an die Kinder dann unterführt, was die für einen Spaß haben. So, zu dir. Ich wollte nur einen kurzen Input geben. Und zwar gibt es in der Stadt Salzburg die Erdlinge, oder den Verein Erdling. Und wir sind gerade dabei, dass wir eine solidarische Landwirtschaft aufbauen. Wir sind gerade auf Flächensuche, schaut ganz gut aus, aber das motiviert mich natürlich, dass es da so positive Stimmung gibt, weil ich es einfach zu mühen bin. Aber wir suchen in der Stadt Salzburg eine Fläche, und wer sich dafür interessiert, vielleicht mitzuarbeiten oder einfach einzusteigen, einfach www.erdlinge.at, und
ja, wir brauchen noch Mithelfer und vor allem Langsam. Danke. Gut, das werden wir dann auch eingeben. Ich denke jetzt mal, dass wir so eigene Rubrik einrichten werden zum Thema solidarische Gärten. Das hat sich einfach heute aus diesem Thema so ergeben. Wir wollten was lernen, darum haben wir schon ein Stück gescheiter. Ja, und das werden wir so machen. Ja. Also ich würde mir auch wünschen, dass wir uns über die Gärten hinaus treffen und Erfahrungsaustausch machen. Im Sommer natürlich besuchen, aber jetzt im Winter wäre eigentlich so ein Zeitpunkt, wo man sich da separat treffen könnte, vielleicht auch an wechselnden Orten, egal wie es sich ergibt. Würde mich sehr freuen, dass man sich da gegenseitig unterstützt und vor allem auch Mut macht und motiviert. Ich habe noch eine Frage, aber die Schnecken haben ja eigentlich immer noch Probleme, wenn man Monokultur produziert. Und das bei der Frage, es gibt ja Pflanzen, die sich als Nachbarn nicht gern mähen. Mischkultur? Mhm. Ja, welche Pflanzen untereinander mähen sie nicht, dass sie vielleicht ein bisschen gewissen Abstand brauchen, die dann für das kein Problem gibt? Also da gibt es Listen, die kann ich dir jetzt nicht auswendig sagen, da gibt es Listen, welche nicht passen. Aber ehrlich gesagt ist das gar nicht so schlimm. Wenn du Mischkultur machst, ist das gar nicht so schlimm. Bei der Mischkultur kann man zum Beispiel so sagen, dass man, es gibt zum Beispiel Pflanzen, die Wurzeln, die in der Erde wachsen und Blattgemüse, das aus der Erde wächst. Und das ist ganz gut, wenn man diese kombiniert, dann deckt man viel Boden ab. Der Boden soll ja abgedeckt sein und wenn ich den Boden ab so pflanze, dass er schon gut abgedeckt ist, dann muss man schon wieder nicht mehr mulchen. Gell? Und im Grunde macht man so, was braucht in der Erde Platz, was braucht über der Erde Platz und so weiter, dass man das so auffüllt. Wenn man eine Mischkultur macht, wo man viel, also ich muss jetzt nicht kunterbunt durcheinander pflanzen, aber ich mache vielleicht eine Reihe Karotten, eine Reihe Zwiebel, irgendwas anderes, dann habe ich ja so eine Mischkultur, dass das gar nicht mehr so relevant ist, weil das wirkt. Du kannst irgendwann, mir versucht es zwar, aber irgendwann kannst du nicht mehr so nach deinen Regeln gehen. Da gibt es noch andere Kriterien, zum Beispiel Gemüse, Salat wächst 6 Wochen, Kraut und solange es Wintergemüse, das wächst 6 Monate. Jetzt musst du dein Blatt so einteilen, dass die Sachen, die lang stehen bleiben, dass du die an einem Platz hast, wo sie dich dann nicht stören. Und die Salate, die nur kurz sind, die machst du immer so in die Zwischenräume. Dann ist es zum Beispiel so, das Gemüse, das ich über den Winter stehen lasse, wie Lauch, Rosenkohl und solche Geschichten, die tue ich an einem Platz, wo die, also wenn ich die im Winter stehen lassen will, dann tue ich die an einem Platz, wo im Winter nicht so Sonne hinkommt. Weil die sind länger haltbar, wenn das friert oft in der Nacht und dann gibt es mal wieder heißere Tage im Sommer auch, im Winter auch. Und dann, wenn die so eine große Temperaturschwankung haben, dann halten die nicht so lang. Wenn ich die jetzt so platziere, dass das in der Winterzeit, wo die Sonne tiefer steht, die eigentlich lieber immer im Schatten sind, dann kann ich sie viel länger halten. Also so ein paar Sachen muss man wissen. Aber eigentlich ist es nicht viel, es sind nur ein paar so Grundregeln. Und die könnte man jetzt zum Beispiel im Winter auch, weil jetzt muss ich mich entscheiden, wo kommt was hin. Und das wäre was, wo man jetzt im Winter eigentlich, wo man die ganzen Gärten zusammennehmen könnte und diese grundlegenden Dinge mal bespricht vielleicht. Ja, so was würde ich mir wünschen, generell. Ja. Weil hier ist Traum, guck mal, da braucht man nicht extra überall hingehen und jeder weiß irgendwas und das bündeln wir einfach. Und im Sommer gucken wir mal. Es wäre vorstellbar einfach, auch das war jetzt gerade so ein Impuls von mir, dass diese Gärten die Festivalgelände der Zukunft sind. Ja, da kommt der, genau. Ja, einer kommt und weiß, welche Pflanzen man kombiniert, damit man keine Schädlinge hat. Der andere kommt, mir fällt jetzt gerade dein Namensvetter ein, Bernd Frank, Agnihotra. Genau. Ja, das ist also im Heiligenhof, also Homerhof Heiligenberg, da haben wir einen Agnihotra-Spezialisten, der ein Spitzenvideo gemacht hat zu diesem Ritual. Und dass man einfach sagt, okay, wo sind solche Gärten? Das sind 25 Gärten, das sind 25 Tage, jeden Tag woanders ein Agnihotra-Ritual und den Leuten es näher bringen. Das sind hervorragende, wunderbare Geschichten. Auch mit dieser Pflanzerei, wir haben was gemacht, ist aber schon 2 Jahre her, ohne unseren oktogonalen Garten. Ich sehe immer da die Jünger, vor allem ihn da so,
Was kann man da lernen? Wir haben zum Beispiel mit Radieschen und Möhren den eigenen Namen im Morse-Alphabet gepflanzt. Kurz, lang, kurz, lang, 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 kurz, 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 lang, lang, kurz, lang, kurz. Also Möhre ist lang, Radiesel ist kurz. Und du kannst so das Morse-Alphabet beim Pflanzen lernen und du weißt dann auch noch, hier wächst mein Name. Es ist sowas von genial, weil die Dinge begreifbar und wirklich essbar sind. Es ist die Formen, ich kann den ganzen Futark, das ganze Runenalphabet kann ich pflanzen. Ich kann das mit Steinen legen. Also es ist eine Geschichte, da ist ja jedes Klassenzimmer ein Armutszeugnis, auch wenn es mit Montessori-Materialien ausgestattet ist, was so ein Garten bietet. Und darum kann man das also wirklich auch unter dem Aspekt Lernen, Menschwerden, Bildung und so weiter sehr, sehr gut hernehmen. Und vielleicht sind ja die künftigen Waldkindergärten, gehen ja schon voraus, vielleicht machen wir jetzt dann Gartenschulen. Also, Kindergarten, Ball. Ja. Was ich noch, weil du gerade Konzerte gesagt hast, das ist mein Traum. Also ihr habt ja für die runden Gärten, also das runde Woche von mir gesehen, gell? Und da habe ich vor, dass man da Konzerte macht. Weil Musik ist der beste Dünger, den es gibt. Es gibt die richtige Musik. Und es gibt ja den Yannick, das ist, der Polzer ist hier bekannt und in Frankreich gibt es den Yannick. Der macht so ähnliche Sachen und der hat seine Ausbildung mit Musik gemacht. Und ihr wisst doch, dass die Pflanze nach der Sonne wächst. Ist sowieso ja interessant, gell, wie die Pflanze sich mit der Sonne mitbewegt. Und daran erkennt man auch, wie die Natur, wie die Pflanzen mit dem ganzen Universum korrespondieren. Die geht mit dem Universum mit, die Pflanze, also mit der Sonne und so weiter. Mit der Sonne sehen wir es, aber da spielt sich viel mehr ab. Aber der Yannick hat Versuche gemacht und hat festgestellt, dass die Pflanze noch mehr auf die Töne geht. Was sind Töne, Schwingungen und so weiter. Und der hat spezielle Obertonmusik gemacht und das nur ganz wenige Minuten am Tag. Und die Pflanzen sind in Raum reingewachsen, nicht zum Licht, zur Musik, zu den Tönen. Am Anfang war das Wort. Also das mit den, also ich stelle mir wirklich spezielle Konzerte vor. Und was die Pflanzen auch brauchen, die brauchen gar nichts, aber die Pflanzen mögen den Menschen. Der Mensch ist ganz wichtig. Den Mensch mit der guten Gesinnung. Die Gesinnung, die Gedanken, die sind ganz wichtig bei den Pflanzen. Auch bei den Schnecken zum Beispiel. Ich habe nur eine Wortmeldung gehabt, Moment. Ja, grüß dich, Karin, wir kennen schon länger. Erstmal hallo an die Runde. Ich wollte mal ein paar Anregungen geben, betreff Landgewinnung. Eine Anregung ist, die wenigsten Ländereien, die eigentlich für die Agrar nutzbar sind, also für unsere, sag ich mal, Schulbauern, ja, das sind die Ländereien in der Nähe von Waldböden, also sprich von Waldrändern und so weiter. Und gerade diese Waldböden haben die höchsten Nitrate für uns, die wir wieder kriegen können. Ein Vergleich, eine Studie von einer Kartoffel aus den 70er Jahren zu einer Kartoffel aus dem Jahre 2004 hat 70% an Mineralien verloren. Und das Einzige, was wir zurückgeben können an der Natur, das ist eben durch die Nähe von Waldböden, weil sich die Waldböden alles wieder kriegen, aufgrund von Laub, ja, aufgrund auch von den ganzen, die meisten Bauern sprühen ihre Felder ja logischerweise ein und ihre Geräte kommen meistens nicht so nah an die Waldränder ran. Und wenn man da so einen kleinen Streifen hat, sag ich mal so 3-4 Meter, und dann 20 Meter lang, kann man damit wunderbar so ein Kräuter herkriegen. Und wieder, in Form von Waldmeister, in Form von Schafsgarbe und so weiter, in den ganzen Heilkräuterbereichen, die ja wirklich auch jetzt momentan hier keine Erwähnung gefunden haben, kann man da wirklich wieder viel für uns Menschen übergeben. Und der andere Bereich, was Schnecken betrifft, vorhin hast du die Frage gehabt, wie es mit den Schnecken ist. Fakt ist, sobald die Pflanzen eine Art von Fäule entwickeln an der Wurzel, kriegen das die Schnecken mit und deswegen gibt es einen Schneckenbefall. Dann fressen die Schnecken diese Pflanzen von der Wurzel auf. Wenn eine Pflanze also 100% gesund ist, geht eine Schnecke nicht ran. Deswegen auch das Mulchen, weil durch das Mulchen auch wiederum die Pflanze so viel Mineralien zurückbekommt, wie sie braucht, dass sie einfach gesund ist. Und deswegen kommen auch keine Schnecken hin. Also nur mal so eine kleine wissenschaftliche Erklärung, warum das mit den Schnecken, warum er keinen Gefall hat diesbezüglich. Das andere, wie gesagt, für Landgewinnung, fragt einfach an, ob ihr irgendwo am Waldrand
irgendwann checken, wo für einen Bauern nicht mehr praktisch ist oder praktikabel ist zu nutzen, ob er das kriegen können. Die andere Variante, es geht eine Symbiose ein. Gerade in Österreich ist momentan ein Waldbauernaussterben. Oben auf den Bergen sind unheimlich viele Ländereien. Meine Firma in der Schweiz, wir retten nur Schweizer Firmen momentan, Schweizer Landbauern, helfen denen aus den Schulden raus, finanzieren sie um, machen mit denen Verträge, dass sie von der Bank das unfinanziert bekommen und sagen, Leute, wir retten euch, aber dafür bitte baut wieder weiter an. Wir brauchen das alte Wissen von euch. Ja, weil gerade die alten Bauern, die haben doch das Wissen noch. Ja, ein Junge, der von der Landwirtschaftsschule bekommt, der kriegt doch das eingetrichtert, was Monsanto ihnen vorgibt. Und genau da sollten wir mit der Symbiose anfangen. Fang doch an, rettet doch mal die Landbauern von oben, die ganzen Bergbauern von oben. Weil die wollen aufgeben. Wir haben in der Schweiz haben wir ein Almsterben hoch drei. Und die geben das auf. Und das sind, da oben sind Ländereien ohne Ende. Und der Vorteil ist, keiner von diesen Landbauern hat jemals in seinem Leben irgendwelche Chemikalien gerade hochgeschaufelt. Das ist wirklich noch unbenutzter Boden. Also fangt nicht an unten, sondern wir müssen wirklich in dem Bezirk anfangen, von oben uns nach unten zu arbeiten. Das Vorteil ist, wenn wir von oben heran mit gesunden Böden wieder arbeiten, dann geht das auch wieder das Grundwasser durch. Der Regen ist da durchgefüllt. Das heißt, wir müssen von oben nach unten anfangen zu reinigen. Also ich wollte Sie nicht eine Frage stellen, aber ich muss ein paar Anregungen geben, weil Land ist wirklich genügend da. Ich habe im Jahr 2008 in der Schweiz angefangen mit 5 Almbauern. Mittlerweile haben wir insgesamt, vom Vorarlberg bis rüber nach Oberbozen, bis an die Pyrenäen, haben wir mittlerweile 246 Bergbauern gerettet. Also es funktioniert, aber fangt mit der Symbiose an. Das, was gratis ist in solchen Fällen, ist das alte Wissen dieser Bergbauern. Also soweit zu diesem. Danke nochmal. Also ich finde das schon... Ich möchte sagen, wir sollen auf alle Ebenen anfangen. Überall, wo es nur irgendwie möglich ist. Ich möchte auch, dass wir alles Land pachten, was nur geht, also als Gruppen vielleicht, und sei es noch so klein, dass wir alles Land pachten, dass es in unsere Hände ist und wir auf das Land Acht geben können. Und dann Bauern beauftragen, damit dass sie in unserem Sinne anbauen, also ohne Spritzmittel und so weiter. Das möchten wir eigentlich machen. Also ich kenne jetzt jemanden, der pachtet sich jetzt 1000 Quadratmeter oder was weiß ich. Egal wie klein, wie groß, einfach alles unter unseren Schutz nehmen und uns damit gleichzeitig versorgen. Es gibt zum Beispiel in der Schweiz gibt es Stiftungen, die übernehmen Land und Gebäudlichkeiten, gibt es auch ein Modell in Österreich, das hier gar nicht weit weg ist, mit der Maßgabe, damit der Boden geschützt wird, weil denen, die kommen aus der anthroposophischen Richtung und denen ist es wichtig, dass der Boden geschützt wird, weil der Boden wird ja ausgebeutet ohne Ende. Irgendwann gibt es keine guten Böden mehr, wenn man das so weitermacht. Und die kaufen als Stiftung das ganze Land auf und lassen es relativ leicht in solche Gruppenprojekte und so bewirtschaftet, weil die den Boden gesund erhalten wollen. Also das habe ich auch erst vor kurzem erfahren. Dann die Kirche. Also zum Beispiel, wir haben jetzt Land gekriegt, die Kirche, also in Traunstein, ist ja auch nicht so weit weg, da kommt jetzt ein Projekt, und zwar ist das, da werden Priester, sind da ausgebildet worden, war ein Platz für 200 Priester, da ist der Benedikt hat dort auch gelernt, und das Gebäude steht leer. Die haben jetzt bloß noch 25 Schüler und die gehen auch nicht mehr in die Schule, die übernachten da bloß noch. Aber Riesengebäude, Riesenland. Und jetzt muss das wieder belebt werden. Die haben den Auftrag, das wieder zu beleben. Und da kriegt man jetzt auch einen Garten rein und wahrscheinlich eine richtige Akademie wird es da, wo alles Mögliche reinkommt. Das wird jetzt auch in diesem Jahr passieren. Und da bin ich jetzt drauf gekommen, das hat mir auch der Dr. Heringer aus Lauchen gesagt, wir sollen mir an die Kirche gehen. Und hier der Kapuzinerberg kommt ja jetzt auch. Weil mir ist gesagt worden, die Kirche hat in jeder Gemeinde Land. In jede Kirchengemeinde hat die Kirche Land. Und das, und die haben aber niemand, der es bearbeitet. Und das könnte man alles nutzen. Und Randzonen, was der Jessica gesagt hat, Randzonen sind generell die wertvollsten, immer. Wald, Wiese, See und so weiter. Das sind immer die wertvollsten. Ja, und damit könnte man ja den Kirchen oder den Religionen
einen neuen weltlichen, sinnvolle Bestimmung geben, ja, weil also viele evangelische Kirchen jetzt auch ihre schützende Hand zum Beispiel über freie Schulen halten, damit die einfach so eine Instanz drüber haben und nicht einfach irgendwie der Landesschulrat kommen kann und die platt macht. Und wenn die jetzt dann auch noch sagen, okay, wir geben euch das Land und unsere Bibliothek ist das Kräuterwissen, legt mal los, dann hat das einen ganz anderen integrativen Charakter wieder. Und es geht eigentlich um das ganze Integrative. Ja, ja, wunderschön. Noch Fragen? Ansonsten nochmal der Hinweis, tragt euch bitte ein, wenn ihr noch keine E-Mail hinterlassen habt. Und bleibt uns gewogen. Tschüss. Es geht jetzt auf 10 zu, dann haben wir knapp 10. Ich bedanke mich sehr herzlich. Das war, ich habe vor 4 Tagen geträumt, noch 4 Tage. Und mir hat heute eine Freundin aus Graz geschrieben, gib Acht beim Fahren, heute ist der 4. Tag. Und er hat gesagt, das ist sicherlich was anderes und jetzt weiß ich, was es war. Es war die Belebung des Gartens mitten im Winter, weil es jetzt einfach losgeht dann im Februar. Ne? Und über diese Symbiose ist sehr viel Schönes passiert. Und bevor ich euch jetzt dann mit einem Lied, das hoffnungsvoll man heißt, nach Hause spiele, gebe ich das noch gern weiter. Ja? Und zwar, ja, du kannst gerne was dazu sagen kurz. Ich weiß nicht, wer Daman Hur kennt. Die Daman Hur ist ja die größte ökologische, soziale, künstlerische und spirituelle Bewegung Europas. Ist in Italien, in der Nähe von Turin. Und es wird heuer, ist eine Reise geplant im Mai. Nach Turin vom 14. bis 17. Mai, 4 Tage. Und es wären noch Plätze frei, wenn noch wer Interesse hat. Ich habe da so Zettel aufgelegt beim Tischschenken. Kann sich nur wer so Zettel mitnehmen und kann nur wer mitfahren. Und in Daman Hur, da arbeiten die auch ganz arg mit, ganz viel mit Musik und so weiter. Also die sprechen und mit Pflanzen und mit Bäumen. Dann habe ich noch ganz kurz anzukündigen, hier beim Rausgehen bitte auch nochmal informieren über Stimme und Gegenstimme. Da steht euch zur Verfügung jetzt die Petra, nein, die Quartiel, die hat sind, oder? Quartiel, Petra. Wo ist die jetzt? Wo? Ah, ja. Hm? Du stehst zur Verfügung für die Geschichte. Also Margit Töller ist normal, die hat das mal gesprochen oder beim vorletzten Mal. Okay. Ja, so viel zum Ankündigen, jetzt muss ich mal schauen. Also der Kurt Schrammel ist jetzt mal weg. Der ist nicht weg. Der war schon. Die Silvia war da, Permakultur haben wir gehabt. Ja, okay. Vielleicht noch kurze Ankündigung gerade zum Ende. Manuela Geiswinkler ist ja auch da, die hat einen Freundeskreis, die sitzt da hinten. Ich werde bei der am 30. März meine Gitarre einpacken und da einen ahnungsvollen, musikalischen, bedenklichen, erinnerungsträchtigen Abend gestalten. Wer da Interesse daran hat, da könnt ihr euch mal ein bisschen beim Maniolo umschauen im Internet, was ich so fabriziere, wer es noch nicht weiß. Und ich werde freuen, da in Salzburg zu sein, in einem speziellen Kreise von Menschen, das wäre auch ganz spannend. Ich bedanke mich sehr herzlich fürs Kommen, fürs Dableiben, fürs Durchhalten bis jetzt zum Schluss. Danke der Isabella Wanner für ihren unermüdlichen Einsatz hinter den Kulissen, inklusive Manfred in den Arsch treten, kommt, packt ihn immer ein und fahrt da runter. Sie hat auch ganz viel im Hintergrund, also so ein Abend, wenn er auch so locker manchmal ausschaut, das auch das Team von der Übertragung, die uns im Endeffekt den ganzen Sound, Licht und alles immer ermöglichen. Alles einfach als Idealismus zusammengetragen, weil es einfach nichts Gutes gibt, außer man tut es. Und zwar ohne Groll und ohne Wut und ohne Anklage, sondern einfach zu sagen, guck, schau, das gibt es auch. Und eben, wie du gesagt hast, viele Menschen, die an kleinen Orten kleine Dinge vollbringen, ergeben ein großes Ganzes. Also nochmal herzlichen Dank fürs Kommen, kommt's gut heim
Und ich schaue jetzt einmal, ob ich das Hoffnungsflimmern heute eingepackt habe. Das habe ich nämlich auch nicht geplant, aber es ist ja immer alles ungeplant. Ich habe es dabei. Ja. Ja, und am 9. März, ich habe es vor der Pause schon gehabt, am 9. März ist die nächste Montagsinfo, wo wir wieder das Thema Bildung als Oberbegriff haben werden. Und bis dorthin wollen wir auch Direktoren, Lehrer, die es anders machen, hier vor Ort haben. Die Kontakte dazu sind da. Ich habe es schon mal angedeutet heute. Sie sind ein bisschen zögerlich, ob wir auch nicht böse sind oder irgendwann mit den Klangschalen barfuß in der Gegend umeinander hupfen. Wenn hier einer barfuß ist, dann ist der Maximilian und das ist das ganze Jahr. Also wir werden hier wirklich auch Leute wieder zusammenbringen, die in Führungspositionen bereits andere Lernsysteme und Bildungssysteme, auch notenloses Schulsystem praktizieren, um einfach Mut zu machen, um Hoffnung zu geben, um zu inspirieren. Und ja, darum lasse ich es uns tun. Jetzt gebe ich das mal zurück. Der Ursprung dieses Liedes. Der Ursprung dieses Liedes ist auch gerade so 3 Wochen alt. Ich bin aus der Dusche rausgekommen und habe mich in meiner Skiunterwäsche und Kaffeeofen gesetzt. Und dann ist mir meine Mama untergekommen. Und was die immer gesagt hat dazu, zu dem, was wir da so tun, was ihr Bub so tut, ob es ihr weh gut geht und ob das eh nicht gefährlich ist. Und da ist dieses Lied draus entstanden. Leider, ich mag leider, leider keine Neider. Und wenn ich so in die Welt aus sich schau, wird's mir in der Morgen gegen flau. Man kann ja schon bald kein Menschen mehr trauen. Alle Gesichter sind so trist und so grau. Wenn das so weitergeht, dann geht's euch in Grom. Die meisten Leute, die trauen sich gar nichts mehr so. Und weil viel wirken, als wär's innerlich tot, steht ihr Lebensampel meistens auf Rot. Oh, sie steht auf Rot. Hey Schwester, das hier nicht, hab ich auch. Was soll ich tun? So viele Leute, die ich traut hab vor einem leeren Bänker, sie sind alle Huren. Hey Schwester, komm sag mir heut, warum ist in der Welt unter die Leid heut oftmals noch so kalt, auch wenn kein Schnee rüberfällt. Und wenn ich da so in die Reihe meine Blick, dann macht in mir drin irgendwas ganz leis Klick. Und ich spür, es ist noch nicht spät, na na na, ich merk, dass da sogar da irgendwas geht, yeah. Ich pack mein Herz und ich nimm's fest in die Hand, da
Vorwärten, genau wie ich auch. An einer Welt, die Natur ehrlich war, oh yeah. Das geht. Hey Papa, 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 schau her, schau her, schau her und aufholen los ich mich nicht. Hey Schwester, schau mir Ski, ich freu mich wie blöd. Hey Leidl, schau's doch her, wie Ski das ist und wie das miteinander geht. Schön, dass es miteinander geht. Dankeschön, kommt's gut heim. Bis bald mal wieder, mit und ohne Lieder. Am 9. März sind wir wieder da. Wenn es euch gefallen hat, sagt es weiter. Wenn es euch nicht gefallen hat, sagt es einfach, ich habe es euch beim Müllnerbrei verlaufen. Hört euch! Und denkt an unsere Box und ans Eintragen und ans Informieren. Wir sind ja nur Zeitl da. Dankeschön. Die Welt ist am Grinsen, den ganzen langen Tag, ja, die Menschen haben schwierig kapiert, weil sie glauben nimmer an Füßen oder alle im Vertrag und haben gemeinsam Fukushima repariert. Na, was war da? Was war da? Wer dann war diese Mutter, wenn die Musik so wie das Kehrer? Und die Welt ist eine große Community, ich glaub, sie wäre voll lachenfrei. Stell dir vor, es ist vor, die Politiker erschienen sie, warum, das ist nicht der faire Welt. Und stell dir vor, es ist vor, wir sind immer in die Hände von die Banken, wir lernen ein schwieriges Geld. Ja, was war da? Ja, was war da? Ja, was war da? Und stell dir vor, es ist nicht die Unterwissen. Frage ans Bewusstsein. Stell dir vor, es ist wahr und die Gaudi ist erledigt. Alle sind über Nacht zack ein wenig gescheiter geworden. Sie haben so lang die Umwelt, die Natur und alles beschädigt. Dann haben sie gesagt, miteinander fangen wir einfach an von vorn. Was war dann? Was war dann? Die ganze Welt ist am Grinsen den ganzen langen Tag. Ja, die Menschen haben's irgendwie kapiert, weil sie glauben nimmer an Zinsen oder an EU-Vertrag und haben gemeinsam Fukushima repariert. Ja, was war dann? Was war dann? Ja, dann war Peace and Love and Unity, so wie das gehört. Ja, ja. Und die Welt als eine große Community, ich glaub sie wäre voll lauter frei. Und stell dir vor, es ist wahr, die Politiker erinnern sie, warum das es gibt auf der Welt. Und stell dir vor, es ist wahr, wir sind nimmer in die Hände von die Banken mit ihren Schwindelgeld. Ja, was war dann? Was war dann? Und stell dir vor, sie vergiften unser Essen und das Wasser nimmer. Ha, und die Energie ist endlich frei. Und das System mit den Personen haben wir lang schon immer. Nein, weil das der Grund war für die ganze Sklaverei. Ja, was war dann? Was war dann? Ja, dann war Peace and Love and Unity. Spürst wie die schwingen, oh yeah. Und die Welt als eine große Community, die singen. Hey, hey, welcome to freedom. All those rules we don't need them. Love and respect, that's all the wisdom. Hey, hey, welcome to freedom. Hey, hey, welcome to freedom. Stell dir vor, es ist wahr,
ganzen Differenzen auf der Welt sind auf einmal nicht mehr da. Und alle sagen kollektiv, na gut, verzichten wir halt auf Grenzen. Und wisst was, jetzt bauen wir es einfach alle an. Ja, was war dann? Was war dann? Ha? Ja, dann war Peace and Love and Unity, so wie das gehört, hurra. Und die Welt ist eine riesen Community, die Blära. Hey, hey, welcome to freedom. All those rules, we don't need them. Love and respect, that's all the wisdom. Hey, hey, welcome to freedom. Hey, hey, welcome to freedom. Hey, hey, welcome to freedom. Hey, hey, yeah, welcome to freedom. Hey, hey, 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 welcome to freedom.